Hallo, liebe Wintersportfreunde. In Kürze finden wieder die Olympischen Winterspiele statt. Und so mancher Sportler hat sich da etwas vorgenommen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, etwas zu tun oder etwas zu erreichen. Bitte sprechen Sie mir nach. Beispiel: Der Skispringer will an Olympia teilnehmen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Nummer 1. Die Eisläuferin will auch bei Olympia dabei sein, nur dabei sein. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, bei den Olympischen Winterspielen dabei zu sein. Nummer 2. Das Eishockey-Team will die Endrunde erreichen. Das Eishockey-Team hat sich zum Ziel gesetzt, die Endrunde zu erreichen. Das wäre schon ein großer Erfolg. Nummer 3. Der Skifahrer will auf dem Siegertreppchen stehen. Der Skifahrer hat sich zum Ziel gesetzt, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Nummer 4. Der Bobfahrer will eine Medaille gewinnen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen. Und Nummer 5. Die Rodlerin will dieses Mal die Goldmedaille gewinnen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille zu gewinnen. Wir wünschen allen natürlich viel Erfolg, dass sie ihr Ziel erreichen, und denen, die nur zusehen, dass sie ihren Spaß dabei haben. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Übung.